So, Freunde, willkommen zurück zum wunderschönen Mafia 1. Geht weiter mit, erstmal mit dem Intermezzo. Himmel, Herrgott, Tommy, Gespräch bei dem Sie Cop. gestehen gerade eine Schießerei in einer Kirche. Und das war erst der Anfang. Sie wissen, dass ich Sie sofort einbuchten lassen könnte, bis Sie alt und grau sind. Vielleicht, wenn Sie denken, dass Sie damit durchkommen. Aber dann wüssten Sie nichts über Morello. Hallo, tut mir leid fürs Warten. Schichtwechsel. Was darf sein? Zweimal den Mittagstisch bitte. Und mehr Kaffee. Wissen Sie was? Bringen Sie eine ganze Kanne. Okay, bis hierhin haben wir es geschafft. Gab es Probleme nach der Sache in der Kirche? Das ist das Seltsame. Es ist nichts passiert. Salieri muss jemanden geschmiert haben, denn es tauchte nicht mal in der Zeitung auf. Wir mussten nur 7, 8 Monate warten. Die Cops waren ständig in der Bar. Sie hatten uns im Visier. Und Frank hörte, dass Morello bei der Wiederwahl von Ghilotti mithalf, damit der sich um den Don kümmert. Wir bekamen ein paar Geschäftsbücher aus Morellos Büro in die Finger. 1933 lief gut für ihn. Der Penner wusste vor uns, dass wir am Arsch waren. Während wir die Köpfe eingezogen hatten, widmete er sich unseren Geschäften. Erst ganz leise, ein paar Trucks verschwinden. Ein Spitzenverdiener hat zu viele Highballs, rast von der Brücke. Einer unserer Stammabnehmer schließt den Laden und zieht weg. Und euch ist nichts aufgefallen? Mir nicht. Paulie roch vielleicht Lunte. Aber sogar mit den Cops im Nacken und einem lauernden Morello machten wir noch genug Geld. Da sich der Don Sorgen wegen der Cops machte, hatten wir nicht viel zu tun, außer trinken und Spaß haben. Und jedes Mal, wenn ich zu Salieri ging, war das Sarah. Es war ein gutes Jahr. Bis Frank. Coletti, der Consigliere des Don. Ja, genau der hat mir den Kopf gewaschen. Hat uns allen den Kopf gewaschen. Die Leute in der Stadt reden eine Menge über euch. Ja, es gab etwas Ärger letzte Nacht. Keine große Sache. Die Prügelei in der Bar ist mir egal. Aber wie sieht das aus, wenn du da reinkommst und allen einen ausgibst? Ah, Geld will ausgegeben werden. Das sind halt Dann geh Kopfschmerzen am mit dem Sonntag Ladenkabel. wetten. Oder führ ein Mädchen aus. Oder leg es an, verdammt. Willst du, dass ich ein Börsenschnösel werde? Werd nicht dreist, Tommy. Ich will dir was beibringen, damit du dir nicht ins Knie schießt. Hattest du mal einen Hund? Klar. Einen kleinen Köter als Kind. Mit 8 oder 9, bevor ich aus Sizilien rüberkam, hatte ich diese schöne Cernecco dell'Etna. Wie ein kleiner Windhund. Schnellster Hund überhaupt. So traf ich den Don. Wir veranstalteten Rennen zusammen, setzten Münzen und Patronen auf sie. Kein Hund konnte ihr das Wasser reichen. Hat nie verloren. Nur ein einziges Mal. Haben nur ein Taschenmesser verloren, aber ich habe den Don noch nie so wütend gesehen. Ist sie alt geworden? Nein, trächtig. Sie war läufig, riss aus dem Garten aus. Und jeder Köter in der Stadt durfte ran. Du bist wie sie, Tommy. Wie reden die denn das oft über den Hund? Jedes Mal, wenn du mit Geld protzt, bist du wie eine läufige Hündin. Und jeder in der Bar will es dir besorgen. Und wenn das passiert, brauchen wir dich nicht mehr. Verstehst du das? War ziemlich deutlich. Gut. Denn du musst an deine Karriere denken. Schau, Pauli kommt nicht weiter. Er ist der Richtige für Raufereien, aber er ist zu dumm, um etwas zu leiten. Sam ist loyal, aber er hat keine Vision. Aber du, Tommy, du kannst diese Stadt mal haben. Na, ich weiß das zu schätzen, Frank. Und was war mit dem Hund? Der Don wollte sie ersäufen. Hab ihm die Nase gebrochen. Du kannst mich hier rauslassen. Was für ein Arschloch. Grüß Sarah von mir, Tommy.
Der weiß Bescheid. So, weiter geht's im nächsten Kapitel. So, das Laden hat er in sich. Ein Ausflug aufs Land. 1933. Damals lief alles über Frank. Die Pläne, der Auftrag, das Geld. Der Anruf konnte jederzeit kommen. Ah, Tommy. Frank sagt, du sollst hinten in der Werkstatt warten. Du hast wohl Arbeit. Danke, Luigi. Sarah kocht gerade. Sie bringt Essen vorbei. Bei dem Regen? Ein gutes Mädchen. Wir sehen uns morgen, Luigi. So. Sind wir in der Werkstatt. Zum Frank. Warum wartet er denn in der Werkstatt? Hätte auch schön hier drin warten können. Klar. Damals hat der Boss mit Peppone gearbeitet. Und wir wurden gerufen, um jemanden aus... Danke fürs Warten, Tom. Der Don und ich sind nochmal über die Zahlen gegangen. Klar. Was ist der Job? Ich möchte, dass du Sam und Pauli bei einer Lieferung heute Nacht hilfst. Das gute Zeug. Direkt aus Kanada. Wo werde ich gebraucht? Sam ist unterwegs auf einer Farm zu unseren Freunden aus dem Norden. Pauli überwacht die Trucks, die die Lieferung in die Stadt bringen. Aber ich will, dass du ihn begleitest. Ein zweites Paar Augen, damit alles glatt läuft. Okay. Hol ein Auto von Ralphie und triff Pauli am Lager. Er hat Kanonen, falls es Ärger gibt. Klar, Frank. Kein Problem. Gut. Dann bring das kanadische Gold sicher heim. Eine Kiste ist für den Don reserviert. Das sollten wir doch hinbekommen. Kann ich den Bock hier nehmen? Danke, Ralph. Mein Junge, was ist denn hier mit los? Sehen, was der Wagen so kann. Bis jetzt haben wir noch nicht so ordentlich was kaputt gefahren. Oh, Scheiße. Alles. Oh, was denn? Oh, 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 was war denn hier los? Hallo. Ach, die haben gar keinen Bock. Eine Straßensperre, aber die hat gar keinen Bock. Ein schöner Wagen. Merk mal über, wenn die regnet. Ja.
Oh, wie weit ist er denn? Jetzt sind wir endlich da. Los, Tom! Hey, hey! Vorsicht, Kumpel! Bin gerade erst getrocknet. Tut mir leid. Kennst du die Farm? Ja. Es gab hier schon jede Menge Übergaben. Keine Sorge. Die Schuhscheiße und Selbstgebrannten. Wird eine ganz einfache Nummer. Die Jungs beladen die Trucks und wir kommen direkt zurück. Ja, machen wir schnell. Ich muss noch wohin. Ah, triffst du Sarah später? Nachtschicht mit Luigis kleinem Mädchen. Du bist lustig. Beschützt erst ihre Jungfräulichkeit und schnappst sie dir dann. Lass es, Pauli. Ach, komm schon. Ist nur Spaß. Sie ist in Ordnung. Ihr heiratet und sie rückt dir dann den Kopf zurecht. Auf mich wartet nur eine Couch. Hört sich auf jeden Fall komisch an. Was sie für Geschichten über ihren Papst zu erzählen hat. Luigi war mal ein eiskalter Killer. Keine Ahnung. Weißt du, dass sie schon als Mädchen hinter der Bar geholfen hat? Hat bestimmt schon einiges gehört. Weiß sicher mehr über das Geschäft als wir beide. Sie weiß genug, um mir nicht so viele Fragen zu stellen. Das ist gut. Da klingt auf jeden Fall irgendwie komisch. Stehst du nie als Lügner da? Sehr komisch. Mann, du solltest sie heiraten. Verdammt! Sam sollte hier warten, aber ich sehe ihn nicht. Irgendwas stimmt nicht. Zieh nicht gleich den Schwanz an, mein Freund. Er wollte wahrscheinlich nur raus aus dem Regen. Oder in die Brennerei. Das weckt ihn auf. Da kommt keiner. Er kommt nicht. Okay. Dann suchen wir ihn. Wenn dieser Mistkerl besoffen ist und ich deshalb meinen neuen Anzug ruiniere, dann bringe ich ihn um. Hier. Falls Frank recht hatte. Ich hol die Jungs und kümmere mich um sie. Du gehst vor und schaust dich um. Wir kommen nach. Ja, auf jeden Fall wieder ein schönes Arbeitsgerät. Jemand hat heute hier gewartet. Ich denke mal, so soll das hier nicht aussehen. Der Typ, der sich drum kümmern soll, tut nicht mal so, als würde er es tun. Verwahrlost hier. Ja, mal die Hütte. Ja, hier ist was passiert. Wer erschießt denn einen Hund? Hier stimmt was nicht. Hier ist definitiv was passiert. Zur Hölle versteckst du dich.
Der Tod? Nee, der irgendwie. Hey, Kumpel! Oh Gott. Waffe fallen lassen. Du zuerst. Wir haben keine Zeit dafür. Tut mir leid. Dann eben auf die Hafentour. Also gut. Hierher! Ich hab ihn festgenagelt! Alter. Ah ja, mehr verschossen als getroffen. Aber mit der Pistole geht er besser. Da! Ich bin's, Tom! Pauli! Warum dauert das so lange? Wir haben Sammy gesucht. Hast du ihn gefunden? Noch nicht. Nur den. Kanadier. Ich wette, der Rest liegt auch mit dem Gesicht nach unten im Matsch. Sehr zuversichtlich. Sehr, sehr zuversichtlicher Mann. Wirklich. Oh Gott. Polizist. Das sind Cops, Tommy. Wie sollte ich das wissen? Hab keine Marke gesehen. Hab nichts gesagt. Sie stehen auf Morellos Gehaltsliste. Hm. Bastard. Nicht mehr das konnte er uns lassen. Ja, aber wo soll ich wissen, ob Bullen sind? Vergiss es, Tom. Wir müssen Sam finden und verschwinden. Kann ich ja nicht wissen. Dieser Kerle sind verdammt hart. Das müssen Cops von der Grenzkontrolle sein. Die sind schwer bewaffnet. Die sind die Pazifisten. Ich bräuchte mal Munition. Und was sind da jetzt wieder? Ach, ich soll dem folgen. Kann der Mann auch was sagen vorher. Gut, wir durchsuchen. Ach Mann. Ich wollte nicht schießen. Also R2-Taste, die ist wirklich, die ist sehr leichtgängig. Oh, was ist denn hier? Personenbeschreibung, Flaschenabfülle. So. Sieht aus, als hätten wir die Kanadier gefunden. Siehst du Sam da drin? Nee. Sieh sich das einer an. Einfach mitten rein.
Ah, ich hätte auf jeden Fall hinten auf Fass schießen können. Polizisten machen Morellos Drecksarbeit. Oh, hier liegt auch noch was. Detektivzeitung. Muss ich ja Zeitung aussammeln. Oh, ich wollte nicht werfen. Holen. Braucht wahrscheinlich ein Fehler jetzt aufzuhören. Den wahrscheinlich gleich brauchen. Oh nee! Kommt schon, Leute! Weiter! Ich jage ihn in die Luft! Ah, einen habe ich erwischt. Hartnäckige Typen, wirklich. Wie viel halten die denn aus, Mann? Ah, schön. Ihr bleibt hier und passt auf. Knipst jeden aus, der uns zu nahe kommt. Außer uns. Hey, Polly. Sammy. Oh Gott, was haben sie mit dir gemacht? Zu laufen? Nein! Nein, ich denke nicht! Okay, 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 haltet durch. Ich hol den Truck. Dann gehen wir zum Arzt. Hey, hey, du schaffst es, Sam. Tommy, bleib bei ihm. Ich komm zurück, blitzschnell! Okay. Hoffentlich überlebt er das. Das ist ein cooler Typ. Scheiße! Hey, alles wird gut, Sam. Ja, hoffentlich. Wir haben Schlimmeres geschafft. Klar haben wir das. Boah, da kommen noch mehr. Wo sind all die Kerle hergekommen? Ihr knallt die ab, Tom! Komm näher. Komm näher, Freunde. Scheiße, jetzt hab ich mit der keine Munition mehr. Komm,
Schieß doch. Nee. Boah, schon mal schneller Medikit. So viel Blut. Komm doch hier hoch, verdammt. Kommen noch mehr. Gott, tut das weh. Komm mit, mein Freund. Scheiße! Wo ist der verdammte Truck? Scheiße, da sind Bullen! Ach nee, auch das noch. Was ist denn hier los? Junge, was für ein Gemetzel hier. Oh Gott. Tony und Donnie auch? Ja. Gottverdammtes Massaker. Wie geht's Sam? Naja, halbwegs stabil. Ich hol ihn. Bleib wachsam. Ist jetzt gut bei der Schießerei. Was ist das denn? Ich bin hier, Sam. Munition und Thompson sind da hinten irgendwo. Wenn sie hinter uns sind, verpasst du ihnen eine Ladung. Lass sie bloß nicht an uns vorbei. Das Ding ist doch gepanzert. Kommen näher!
Der kommt hier mit dem Motorrad. Gute Nacht, Arschloch! Ja, ich versuche das. Ich Wo ist er denn? Mögt ihr das, ihr Wichser? Hey, da kommen noch mehr. Kommt da wieder mal Moped. Oh, Scheiße. Wie viel halten die aus? Ja? Das Teil fällt auseinander! Das Ding wird gleich! Holy! Da ist! Ach du Scheiße! Ist das scheiß Ding da raus. Die Frontscheibe! Davon kannst du mehr haben! Ah, schön. Holy, los, fängt sie ab! Sau geil gewesen. Okay, wir sind da. Tom, du trägst Sam raus. Ich weck den Doc. Sam, Sam. Geschafft. Wir sind jetzt beim Arzt. Ich schulde dir schon drei. Drei? Was meint er mit drei? Pauli, was zur Hölle machst du hier so spät? Hey, guten Abend, Doc. Tut mir leid, aber es gab einen kleinen Unfall. Wir haben Verletzten. Gut,
bring dich ein. Okay, danke. Okay. Ich bleib bei Sam. Bring den Truck zurück. Mach Feierabend. Nein, ich warte. Der Doc hat schon genug um die Ohren. Da müssen nicht auch noch wir beide rumschwirren. Aber er bleibt ja auch da. Ich schaff das. Ja. Ja. Okay. Hey. Du hast dich gut geschlagen. Danke. Okay, jetzt müssen wir zu Sarahs Wohnung fahren. Eine im Schubert. Uiuiui, was ist denn hier los? Ah ja, Fahrt. Ach du Scheiße. Das ist eine ganze Ecke. Alter, was hat der Bock denn? War nicht geplant, Alter. War ein Versehen. Oh, 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 oh. Ach, Scheiße, ach. Ich hab keinen Bock mehr auf den Wagen. S-Karre. Im Stehenbock da. Oh, jetzt am Ende, da ist derselbe. Ah, wir bauen keine Männer. Alter, das ist der Wahnsinn. Alle Wagen, Verfolgung ist beendet. Suche beenden und zurück zur Patrouille. Ja, nichts passiert. Sehen, wie Sarah mein neuer Schlitten gefällt. Muss ich auch noch rein.
wie ein Arschloch vor der Tür parken. Scheiße, was ist das denn hier für ein Loch? Du bist spät. Das Essen ist kalt. Fängt das schon an. Arbeit. Heirate mich. Okay. So, wir haben das Kapitel abgeschlossen, ein Ausflug aufs Land. War ziemlich lang, aber auch geil. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.